Mein Name ist Ralf Jendretzky, Geschäftsführer der Remus Tief- und Straßenbau GmbH. Mein Name ist Ralf Stolz, ich bin der zweite Geschäftsführer von der Remus Tief- und Straßenbau GmbH. Wir haben uns für den D-Max entschieden, damit wir eben halt relativ große Gerätschaften mit kleinen Nutzfahrzeugen ziehen können. Wir können in schwierigen Gelände eben halt große Gerätschaften ziehen. Die Ladefläche ist auch dafür geeignet. Material kann mitgenommen werden. Ohne dass wir eben da Schwierigkeiten bekommen. Das ist schon entscheidend. Unter anderem haben wir uns auch für den D-Max entschieden, da wir mit unseren LKWs auf der Autobahn ständig Maut bezahlen müssen. Das ist eine ökonomische Sache. Mit dem D-Max können wir relativ große Geräte ziehen, ohne eben halt eine Mautgebühr zu bezahlen. Wir haben mit unserem Polieren eben diese Autos ausgesucht. Ich bin der Marco Mees, Angestellter der Firma Remus und fahre tagtäglich den D-Max. Also der D-Max fährt sich auf der Autobahn wie ein Pkw. Man merkt nicht, dass es ein Pickup ist. Sehr geländegängig. Gute Zuladung. Man kann ihn viel ziehen. Kleines Fahrzeug, aber mit großer Wirkung.